Moin, willkommen zu einem neuen Video von mir, diesmal über das Craften von 100 Stachelarmschienen der Geschicklichkeit. Die sollen für mein Mönch sein, da ich finde, dass der noch bessere Armschienen vertragen könnte, vor allen Dingen mit All Res und vielleicht ein bisschen mehr Geschicklichkeit. Das wäre echt praktisch. Bei den Handschuhen ist, glaube ich, nicht mehr viel rauszuholen, vor allen Dingen, weil da 800 Rest drauf sind. Auf den Schultern auch nicht. Das Einzige, was ich noch craften könnte, wären diese Armschienen. Also deswegen 100 Stück. Ich muss jetzt aber erstmal hier das Inventar freiräumen. So. Dann gehen wir zum Schmied. Sagen hier, Rüstungsschmied, 100 Armschienen. Ich habe das Material dafür eingekauft. Ich gebe jetzt immer 25 ein, damit ich dann immer so ein knappes Inventar voll habe. Und dann schauen wir uns die an. Das dauert jetzt ein bisschen. Deswegen habe ich ein bisschen Musik im Hintergrund. Schauen wir mal, was da so rauskommt. Also ich bin ja nicht frohen Mutes. Deswegen schauen wir mal, was da so rauskommt. Armschienen sind 100 Essenzen weniger. Aber man kann sehen, ich habe 700 Essenzen. Deswegen ist das nicht ganz so wild. Die müssen ja auch noch irgendwie weg vor Reap of Souls. Dann wollen wir doch mal gucken, ob da was Vernünftigeres bei rauskommt. Und ob sich das Craften wirklich lohnt. Ich hoffe ja mal. Bisschen mehr Geschicklichkeit wäre echt nicht schlecht. Also so, noch eine. Okay, dann wollen wir mal. Können wir die gleich nämlich wieder verschrotten? Fangen wir hier oben an. Ich guck, um das schneller zu machen, nur auf diese roten Zahlen, ob die auch grün sind. Deswegen die gleich weg. Kann ich nicht gebrauchen. Zu schlecht. Weg. Weg. Nein. Nein. Aber nur Kältewiderstand. 6%, 305 Geschicklichkeit. Kein Vita, weg. Leben, aber 7000 weniger Schaden. Nur psychischer Widerstand, nur 4,5. Wenig Geschicklichkeit, deswegen das auch. Weg. Also ich habe noch ein Dämon Hunter. Ja, Mensch, so, jetzt. Den man die vielleicht andrehen könnte. Nee. 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 Also. Mach mal 25. Also ich meine, 140 Vitalität, das ist schon echt gut. Was auch gut ist, dass die 44 Feuerwiderstand haben. Da ich mit 1 mit der Welt die Feuerwiderstände genommen habe. Rüstung ist auch nicht schlecht, Crit-Chance von 5,5 ist auch gut. Das Einzige, was mir halt wirklich noch fehlt, ist ein bisschen mehr Widerstände. Da verzichte ich dann auch gerne auf die Rüstung. Und mehr Geschicklichkeit. Über 300 sollten schon sein. Ja, lieber nicht abbrechen. Ich glaube, hier kann man das noch nicht machen, dass man mit Steuerung drauf guckt, wie denn Maximum Werte waren. Nee. Da. Ja, 201 bis 230 Geschicklichkeit ist ja schon Quatsch. Wenn da 248 schon drauf sind. Plus 5 magische Eigenschaften. So, gucken wir nochmal.
Wiederverwerten. Und da. So. Alles rot. Anklicken. Weg. 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 Nee. Hätten die jetzt noch Crit-Chance drauf? Meine Fresse, die wären richtig geil. Wieder nix. Und Abfahrt. Mal schauen, ob wir bei 100, 100 versuchen, was Besseres rausfinden. Ich bin ja nicht gute Dinge. Also es kann doch echt nicht sein, dass da nichts Besseres rauskommt, ey. Also. Meine Fresse, ey, das gibt's doch nicht. Kraften ist echt scheiße und es kostet Geld. Gold. So, wieder nix. Wieder verwerten. Weg. Weg. Oh. 119 Vitalität, na gut, okay, die hätte ich dann noch vertreffen können. Geschicklichkeit, Vitalität, Rüstung. Aber kein Crit, das gibt's doch nicht. Und kein All-Res. Ah, die hat Blitzwiderstand. Das sind genau dieselben quasi. Ja gut, Intelligenz anstatt Mentalität. Oh, 180 Vitalität. Also das sind ja nun echt Grützhandschuhe. Schaden bringen die mir nicht. So. Ja, schmieden wollte ich, genau. Machen wir gleich mal alle 28 jetzt. Anstatt 100 sind es halt 103. Aber das macht nichts. Ich würde schon gerne meinen Schaden ein bisschen noch pushen weiter, aber. Und vor allen Dingen meine Geschicklichkeit mit 2791 ist mir das eigentlich echt zu wenig. Über 3000 sollten das schon sein. Vitalität, Rüstung ist okay, aber. Schaden eigentlich auch. Aber Geschicklichkeit, das ist mir echt noch so ein Dorn im Auge. Widerstände auch mit 700 ist okay. Vier.
3, 2, 1, aus. So. Nein. Nein. Ich schicke hier wieder die Kälte und Rüstung und 3%. Ja, schade. Feuerwiderstand. Ja. Aber wenig Geschicklichkeit und wenig Crit-Chance. Deswegen minus 10.000 Schaden. Tja. Das war's wohl. Hundert verballert. Ich kann sogar noch eine bauen jetzt. 50.000 eine. Nee, natürlich. Na gut, 4.000 Schaden. Boah, 6 Crit, sehr schön. Rüstung, Geschicklichkeit. Warum kann die 35 Füße nicht irgendwie 60 Allrest sein? Tja. Mal gucken, wie viel habe ich denn hier noch von? Ach, jede Menge, ey. Weißt du was? 900. Wie viel brauchen wir für die zum Craften? 5. Sind 500 für 100 Stück und 30 brauchen wir 3000 davon. Okay, alles klar. Das ist mir jetzt so blöd. Ich mache nochmal 100. Handwerker, Farm, Handwerk, nee, Quatsch. Rezept, nein, oh, Alter. Handwerk, Farm, Inferno, Essenz, 3000 Stück. Sofort kaufen. Ja. Jo. Ein Stück können wir wieder machen. 25 Schritten. Ich hoffe ja, dass das in Reaper of Souls besser wird. Einmal von den Preisen her, das ist schon recht teuer. Und einerseits auch von den Items, was da wirklich rauskommt, dass man das wirklich mal verwenden kann. Ah, und weiterenseits, dass die Materialien auch nicht so teuer sind und dass man die auch bekommt. So wie ich das jetzt im auf der Beta gesehen habe, Family Friends und auch in der Close Beta, fallen Materialien ohne Ende, aber wenn du was Legendäres craften möchtest, brauchst du auch ein Legendäres und die fallen im Moment sehr selten, deswegen muss noch was passieren. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja.
Mensch. Geschicklichkeit, Feuerwiderstand, Crit 6-0. Aber 6000 Leben weniger. Alter, das gibt's doch nicht. Naja. Den machen wir erstmal nicht. Ah, toll, doppelt. Ah, scheiße. Hätte der nicht Feuer und dann noch irgendwie so ein bisschen Crit haben können? Das wäre doch richtig geil gewesen. Die behalte ich erstmal, weil in Reap of Souls kann man da vielleicht dann die Stärke oder die Intelligenz in Vita umcraften. Das wäre nämlich richtig cool. Genau. Arkanwiderstand, Rüstung 6-0 bringt mir auch Schaden, aber ich will halt diesen doppelten Widerstand haben. Und der bringt mir halt noch Leben mehr, deswegen habe ich den auch nicht, trage ich den auch nicht. Und das hier unten, das ist glaube ich eine Intelligenzschiene, genau. Und weiter geht's. Rüstung schmieden, der Geschicklichkeit. Zu 5. Und ab direkt fort. So. So. Also wer noch Fragen zum Craften hat oder auch vielleicht zur Musik, die im Hintergrund läuft, gerne in die Comments reinschreiben. Ich werde das dann beantworten, soweit ich kann. Und dann schauen wir mal, was jetzt so rausgekommen ist. Wiederverwerten. 20.000 weniger Schaden, ja super Ding, ey. Tolle Wurst. Nur 1.400 Schaden. 33 wieder gegen alles. 305, ja. Aber 6.000 Leben weniger, das ist echt kacke. Ich habe nämlich nur 53. Geschicklich wieder. Oh Mann! Ui. Hätte der denn nicht noch Crit haben können, so 5, 6? Scheiße! Kacke! 309 Geschicklichkeit, 157 Vita, 52 Olres. Den jetzt noch mit Crit, ey! Boah! Ich habe auch erstmal behalten, vielleicht für den Dämon Hunter noch interessant. Muss ich dann aber nochmal vergleichen. Ja, der hat auch fast Leben gleich, aber sonst. Ja, nee. Giftwiderstand. Ja, hätte das nicht Feuer sein können. Und ein bisschen Leben wäre auch nicht schlecht. Da haben wir Feuer, Vitalität, aber wenig Geschicklichkeit und wenig Crit-Chance.
Feuer, Rüstung, Vitalität, ja, aber wenig Geschicklichkeit und kein Kritschaden. 73 G. Nicht so schlecht. Tja. Schauen wir mal, was da noch so rauskommt. Ich fällt es jetzt gerade so auf, warum da manche helle umrandet sind als andere. Wahrscheinlich, weil ich die zwei da vorne schon angeguckt habe. Oder? Ja, jetzt sind es drei. Okay, alles klar. Er hat alle, sehr gut. Wiederfernen, klicken, angucken. Gift wieder, dann wieder. Oh, oh, Scheiße. Oh. Alter, diese zwei Städte, 317 Geschicklichkeit und... Oh. Na, leider zu wenig Schaden. Scheiße. Das neue Jahr, heute ist der 1. Januar, bringt mir noch nicht wirklich viel Glück. Aber es kann nur besser werden. Also mal sehen. Wie viele Versuche ich dann noch brauchen werde, wenn ich das denn mache, um bessere Armschienen hinzukriegen. So.
Tja. Zu wenig Schaden. Nur 4000, aber dafür 6000. Boah. Alter. Das sind 108 Resistenzen für mich, wären das. Ich verliere nur 4000 Schaden. Das ist nicht so wild, aber ich verliere leider auch 6000 Leben. Scheiße. Warum kann die Intelligenz nicht Vitalität sein? Oh, Mann. Einen haben wir noch. Toll. Tja. Das war die Intelligenz, ne? Ja. Also. Wir haben vier zur Auswahl. Diese hier ist nicht so schlecht. Fehlt aber Crit-Schaden. Crit-Chance natürlich. Schaden gibt's nicht. Die hier bringt mir Schaden. Und ich verliere nur 2 Widerstände. Das ist schon nicht so schlecht. Aber 4000 Verlust an Leben. Ah. Ihr müsst eigentlich mehr tanky sein. Hier, noch schlimmer. Aber Feuerwiderstände. Also gewinne ich ein bisschen Widerstände. Hab aber 6000 Leben. Das ist doch dann zu viel. Und hier. Gewinne ich jede Menge Widerstände. Na, das ist alles kacke. Bis auf diese hier, finde ich. Wenn man da Vitalität noch ein bisschen höher machen könnte, wäre die echt nicht schlecht. Verliere ich nur 2. Aber ich habe dann 2800 und noch irgendwas. 12. Boah, ja. Die bringt mir Leben. Das war die, die ich hatte, ja. Schwierig, ganz schwierig. Also die finde ich bis jetzt am besten eigentlich. Die ist auch nicht schlecht, wenn man die Intelligenz neu rollen könnte. Aber zu wenig Geschicklichkeit. Die ist ganz gut. Aber überhaupt kein Vita, nichts. Und die vorne Intelligenz müsst ihr auf Crit machen. Also ich... Das ist die einzige, die noch wirklich einigermaßen... 53... Ja, hätte ich... 48,8, ja. Na gut. Ich pack die jetzt erstmal... da alle rein. Guck mir die mit dem Demon Hunter nochmal an und schau, ob sich da noch was ob sich da noch was nutzen lässt oder nicht.
Und naja, das war's erstmal zum Craften von über 200 Armschienen. Material hätte ich noch, aber ich lasse das jetzt erstmal. ...500 habe ich noch. Vielleicht crafte ich auch noch was anderes, schauen wir mal, aber... ...200 Armschienen gecraftet. Nicht wirklich eine Verbesserung dabei. Mal schauen, ob sich da noch was raus machen lässt. Und dann... ...schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.